Die Esskastanie oder Keschte, wie sie in der Pfalz heißt, ist seit Jahrhunderten rund um die südliche Weinstraße bekannt und beliebt. Das ganze Jahr über bietet der Pfälzer Keschteweg dem Wanderer die Möglichkeit, den Lebensraum der Esskastanie zu erleben und kennenzulernen. Vieles gibt es hier zu entdecken und besonders schön ist es, im Frühsommer am Keschteweg die imposanten Kastanienblüten ganz nah zu bewundern. Wenn es Keschte gibt, dann gibt es auch Wein. Wenn der Wein gut ist, wenn der Keschte gut ist, dann gibt es auch Wein. Also eine alte Weisheit. Ja. Wein küsst Kastanie. In Annweiler Grevenhausen hat man ein ganz besonderes Rezept aus den frischen Kastanienblüten. Dann werden sie abgezupft, das, was wir verwenden können, werden aufgekocht, durch diese Presse gedrückt und von diesem Sud, den wir erhalten, kochen wir dann einen ganz normalen Kastanienblütensirup, der mit 80 Grad in unsere Flaschen abgefüllt wird. Nach vielen Abenden und vielen Proben haben wir herausgefunden, dass dieser Pinot Castané in 0,04 Liter am besten auf eine 3/4 Liter Flasche Grevenhausener Spätburgunder passt. Somit haben wir das Getränk auch Pinot Castanea genannt. Die Annweilerer lieben ihre Keschte. Die Kastanienprinzessin wird hier gekrönt und jedes Jahr in der Herbstzeit werden hier zu den Kastanientagen leckere Gerichte rund um die Keschte gereicht. Es gibt welche, die schneiden so oben ab, die sind Zipfel. Und es gibt welche, die schneiden unten in den Boden. Nennen wir es jetzt mal. Es ist Keschtebrot, das Sie auch hier auf dem Markt bekommen können. Bei Bäcker können welche nur erhalten. Auch in Edenkoben an der Villa Ludwigshöhe können Gäste die Kastanientage besuchen. Mit einem Glas neuen Pfälzer Wein kommt der Geschmack der Keschte so richtig zur Geltung. Hauenstein, bekannt für seine Schuhmeile, lädt auch zur Keschtezeit seine Besucher auf den Hähstener Kastanienmarkt ein. Die Keschte Saumach ist sehr lecker und die Keschte Likör. Keschte Flammkuchen habe ich keinen probiert, aber gibt's auch. Ich wusste gar nicht, was man als Keschte alles machen kann. Wie vielseitig die Waldfrucht ist, kann man im Herbst bei der Metzgerei Hans in Hauenstein bestaunen. Hier wird ein Pfälzer Nationalgericht, der Saumagen, mit Keschte hergestellt. Wir stellen in der Kastanienzeit Kastanien-Saumagen her und viele andere Produkte, unter anderem Leberknödel mit Kastanien, Fleischkäse mit Kastanien, Rouladen mit Kastanien und. Erleben Sie schöne und abwechslungsreiche Wanderungen auf dem Pfälzer Keschteweg.
Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter www.keschteweg.de.